In dieser Folge stelle ich dir den Hauptgrund vor, warum du nicht loslassen kannst. Und ich zeige dir eine hocheffektive Übung, die du direkt anwenden kannst nach dieser Folge und wo du wahrhaftig etwas spüren wirst, dass sich da was tut. Also bleib auf jeden Fall dran. Warum können wir nicht loslassen? Steigen wir gleich direkt darauf ein. Wenn der Verstand wüsste, was danach passiert, wäre es kein Thema. Gewisse Dinge verstehen wir erst im Nachhinein und dann sagen wir, ja, war gut und wichtig, dass es genauso war. Also wir leben das Leben vorwärts, aber wir verstehen es rückwärts. Mal angenommen, jetzt habe ich ein paar verschiedene Beispiele, dass du das auch für dich greifbar direkt hast. Mal angenommen, es geht um einen Menschen bei dir, den du loslassen möchtest und du schaffst es irgendwie nicht. Mal angenommen, du hättest die Garantie, die absolute Garantie, dass du jemand anderen kennenlernen wirst, den du noch 10-mal mehr lieben wirst, dem es noch 10-mal schöner wird, wo es noch perfekter wird. Mal angenommen, du hättest diese Garantie für deinen Verstand, wäre es dann ein Problem, den aktuellen Menschen loszulassen? Womöglich weniger. Anderes Beispiel, deinen Job loslassen, vielleicht verlierst du deinen Job oder es hat irgendwas damit zu tun, musst umziehen und deinen Job wechseln. Mal angenommen, du hättest die absolute Garantie, dass du einen Job findest, der 10-mal mehr Spaß macht, mit richtig tollen Kollegen und einer besseren Bezahlung. Also alles viel besser und das mit Garantie. Hättest du dann ein Problem mit Loslassen? Womöglich auch nicht. Oder noch ein Beispiel. Haus, Wohnung. Du musst vielleicht aus deinem Haus, aus deiner Wohnung raus. Du liebst es aber. Und du weißt nicht wohin. Aber mal angenommen, du hättest die absolute Garantie, eine viel bessere Unterkunft zu finden, ein viel schöneres Haus noch, einen viel schöneren Ort mit noch viel besseren Nachbarn, als du dir jemals erträumen hättest können, dann wäre es wahrscheinlich kein Problem, oder? Das Ding ist, unser Verstand möchte immer alles kalkulieren können. Aber versetz dich mal zurück, als du 5 Jahre alt warst. Du kanntest noch nichts in deinem Leben. Du konntest nichts kalkulieren, weil du noch nichts erlebt und nichts erfahren hattest. Somit war alles eine Überraschung. Selbst eine Kugel Eis war vielleicht eine Überraschung, weil du davor noch nie eine gegessen hast. Oder jede Kleinigkeit ist irgendwie eine neue Erfahrung und eine Überraschung. Sobald wir aber älter werden, machen wir gewisse Erfahrungen, wir speichern diese ab und dann sagt unser Verstand, unser Unterbewusstsein, das ist es jetzt so, das ist das Programm, so hat es zu sein und es darf nicht anders sein. Egal wo, Geld verdienen, Job, Beruf, Freunde, Nachbarn, wo wir wohnen, Partnerschaft, Liebe, alles. Und das ist das Interessante. Und das macht uns eigentlich träge. Wir verlernen, flexibel zu sein. Und der Verstand will sich oft gar nicht einreden, dass etwas schöner sein kann. Der Verstand, das Ego möchte einfach oft gar keine Veränderung. Und selbst wenn man ihm sagt, hey, danach, glaub mir, das Universum, das Leben hat für dich Geschenke. Der Verstand glaubt es ja nicht. Weil ganz ehrlich, wie oft hast du das schon gehört? Ich sag's dir in anderen Folgen und auch in dieser Folge, von anderen Gurus hörst du das genauso. Also du hast sicher schon 100-mal gehört, wenn du bereit bist loszulassen, dann wirst du wahrhaftig beschenkt. Ja, warum tun wir es dann nicht? Weil unser Verstand es nicht glauben möchte. Unser Verstand, unser Ego haftet sehr stark an den Dingen, die wir gerade gewohnt sind. Und genau das ist das Problem, warum wir nicht loslassen können, selbst wenn wir eine Garantie bekommen würden. Es ist nämlich so, dass unser Verstand möchte die Dinge besitzen. Obwohl es nichts zu besitzen gibt, er kann gar nichts besitzen. Egal ob ein Job, ein Haus, ein Partner, Partnerin, es gibt nichts, was der Verstand besitzen kann. Er glaubt aber, er kann es besitzen. Das macht das Leben so eng und so schwierig. Und wir starten jetzt direkt mit einer Übung los. Es hat ja gewisse Gründe, warum wir etwas nicht loslassen können. Und diese Gründe wollen wir jetzt gemeinsam erörtern. Ich habe dafür 2 verschiedene Beispiele vorbereitet. Und diese Beispiele kannst du dann auf alles Mögliche in deinem Leben anwenden. Ja, das hast einfach so einen Leitfaden, mit dem du arbeiten kannst. Und glaub mir, das wird dich in komplett andere Ebenen bringen. Es erfordert aber auch ein bisschen Mut. Deshalb erlaube es dir schon mal innerlich, dass gewisse Anteile in dir einfach gehen dürfen, dass sie sterben dürfen, damit neue entstehen können, ja, damit du in Leichtigkeit wieder aus dir herauswachsen kannst. Nehmen wir jetzt das Thema Partnerschaft. Sagen wir, es geht bei dir darum, dass du einen Menschen loslassen darfst. Darum geht es oft bei sehr vielen Menschen, deshalb nehme ich dieses Beispiel auch sehr gerne. Das war eins meiner größten, oder das war mein größtes Lebensthema überhaupt. Und dann fragt man sich, okay, wovor hat man denn konkret Angst? Man hat zum Beispiel die Angst, dass man nie wieder so etwas Schönes erleben wird. Mal angenommen, man hatte ein sehr schönes Erlebnis mit einem Menschen und man schafft es nicht, diesen Menschen loszulassen. Man glaubt dann vielleicht, oh mein Gott, ich werde so etwas Schönes nie wieder erleben.
Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das hat man in der eigenen Energiesignatur schon etwas in der Kontrolle. Also je nachdem, wie ich mich innerlich ausrichte, kann ich das quasi verändern. Also da geht es gar nicht so ums Loslassen, jetzt bei konkret dieser Angst, sondern da geht es eher darum, wirklich den inneren Seinszustand zu verändern und es sich auch zu erlauben, dass so etwas Schönes, dass man mit so etwas Schönes auch mit einem anderen Menschen erleben darf. Es gibt jetzt aber ganz andere Gründe, die dafür sorgen können, dass man eben gar nicht in diese Energiesignatur hineingeht, dieser Fülle, und dass das passieren darf. Und die gehen jetzt ein bisschen tiefer und das kannst du auch für dich reflektieren. Ich hatte es zum Beispiel für mich so gemacht, ich habe mir aufgeschrieben, was sind die tiefsten Ängste? Okay, sie könnte sterben. Schlimm, ja, krasses Thema, aufgeschrieben. Und immer mit einer Schwierigkeitsskala von 1 bis 10, vom Loslassen. Wie schwierig ist das für mich? Eher sie könnte mit einem anderen glücklich werden. Okay, auch hier wieder alles aufschreiben, von 1 bis 10. Und nicht wundern, ja, und sei ehrlich zu dir. Nicht, wundere dich nicht, wenn das schwieriger ist, als dass dieser Mensch sogar sterben sollte. Das zeigt dir, dass du aktuell noch sehr besitzergreifend bist. Es ist aber menschlich. Die Erkenntnis ist gut und wichtig. Und eine Erkenntnis ist immer gut und wichtig. Eine Erkenntnis ist nicht dafür da, dass du dich fertig machst und sagst, oh mein Gott, ich bin so ein schlechter Mensch. Nein, eine Erkenntnis ist ganz gut, um zu erkennen, wie es aktuell ist und dass du es ändern kannst. Und wenn du aktuell merkst, dass es schwieriger ist für dich zu akzeptieren, dass dieser Mensch mit einem anderen glücklich wird, als dass dieser Mensch stirbt, ja, dann mag es gerade so sein, ist eine wichtige Erkenntnis, du kannst damit arbeiten. Okay? Also schreib das wirklich auf von Skala 1 bis 10. Einfach, dass du mal für dich wirklich klar definiert hast, was ist für dich am schwierigsten, das anzunehmen und zu akzeptieren. Was könnte noch sein? Er oder sie könnte sich entlieben. Es könnte noch sein, was bei mir zum Beispiel war. Sie ist in mich verliebt, bleibt aber weiterhin in einer unglücklichen Partnerschaft, was es extrem schwer gemacht hat. Und all diese Dinge mal aufzuschreiben auf einer Skala und dann wirklich ganz klar in sich zu gehen und mal auf und einfach mal auszusprechen. Okay, Beispiel, er oder sie stirbt. Sprich mal aus, ich akzeptiere es jetzt. Und dann spüren dich hinein, weil du spürst nämlich ganz klar, ob es schon mit dir eins geworden ist oder noch nicht. Wenn es das noch nicht ist, ist das normal, ja, weil sonst hättest du ja schon losgelassen. Aber dass du wirklich hineinspürst und wirklich sagst, ich entscheide mich jetzt dafür. Also du spürst in dich hinein und sagst, sprichst ganz klar aus, ich akzeptiere es jetzt, beziehungsweise ich entscheide mich jetzt, es zu akzeptieren. Egal wie schwierig es sein mag, ich entscheide mich jetzt dafür. Dann nächster Punkt. Er oder sie wird mit einem anderen glücklich und entliebt sich sogar, ja. Okay. Auch wenn es dir schwerfällt, oder dass du dann wirklich sagst für dich, auch wenn es mir schwerfällt, ich entscheide mich jetzt dafür, es zu akzeptieren, es zu erlauben und es ihm oder ihr sogar zu vergönnen. Und wenn du da in dir Widerstände spürst, dann weißt du ganz genau, worum es geht. Weißt du ganz genau, dass das dein Thema ist. Schau, du bist auf meinem Kanal hier gelandet, weil du wahrscheinlich über dich selbst hinauswachsen möchtest. Selbst wenn du es vom Verstand nicht weißt, deine Seele möchte auf ein nächstes Level. Da geht es wirklich darum, auch in diese bedingungslose Liebe einzutauchen. Und auch wenn dir der Verstand nicht greifen kann und der Verstand sagt, oh nein, das will ich auf gar keinen Fall, das tut weh. Ja, das ist normal, aber nachdem dieser Anteil gestorben ist, tut es nicht mehr weh. Und du fragst dich, wo ist denn jetzt der Schmerz hingekommen? Ich bin es gar nicht mehr gewohnt. Auf einmal fragt man sich, wo der Schmerz hingekommen ist, anstatt dass man froh ist, dass er weg ist, vielleicht, ja. Aber sei dir dessen bewusst, diese Arbeit führt dich ja in die Leichtigkeit, das zu tun. Diese Schritte, die sind nicht einfach, ja. Aber ab und zu dürfen wir uns unseren Schatten stellen. Und dadurch, dass du das tust, wirst du in die absolute Leichtigkeit und in die Freiheit und in die innere Fülle geführt. Also sei dir dessen bewusst, das, was du hier gerade tust, hat einen Sinn. Jetzt nicht, weil wir masochistisch veranlagt sind und uns gerne selbst Schmerzen zufügen. Nein, wir stellen uns einfach nur den tiefsten, innersten Themen, damit wir eben dann weiterkommen in unserer Entwicklung. Weil der Punkt ist der, wenn wir, mal angenommen, du bist mit jemandem zusammen und dieser Mensch, und du erlaubst diesem Menschen nicht, dass dieser Mensch mit einem anderen glücklich werden darf. Mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin würdest du es wahrscheinlich vergönnen, oder? Das heißt, du vergönnst dem Menschen, den du liebst, vergönnst du weniger als deinen besten Freunden vielleicht. Ich weiß, das klingt verrückt, aber das ist halt menschlich, ja? Wir wollen besitzen. Also auch das ist menschlich. Das kann man langfristig, das kann man heilen,
Und wenn du in die absolute lichtvolle Liebe eintauchen möchtest, was deine Seele vielleicht vorhat, sonst würdest du dir diesen Podcast gar nicht mehr anhören an dieser Stelle womöglich, dann gehören diese Schritte dazu. Dann darfst du darauf vertrauen, es hat seinen Sinn. Auch wenn der Verstand nicht greifen kann, wo das hinführt. Und glaub mir, dein Verstand wird nicht greifen können, wohin das führt. Selbst wenn du schon 10 Bücher darüber gelesen hast, dein Verstand kann es trotzdem nicht verstehen. Du brauchst die Erfahrung und die Erfahrung, die wirst du machen. Also geh da wirklich ins Vertrauen. Nächster Punkt, sie er oder sie entliebt sich. Auch das wieder zu sagen, ganz in der Tiefe, ich akzeptiere es jetzt. Dann er oder sie ist in mich verliebt, aber weiterhin in einer unglücklichen Partnerschaft. Und dass man auch das wirklich sagt, okay, ich akzeptiere es, ich erlaube es und ich erlaube es aber auch, mich für andere freizugeben. Und das kannst du so in einer Art Meditation tun. Du gehst in diese Gefühle hinein, du gehst wirklich, du kannst dir das bildlich vorstellen. Ich weiß, das sind Szenarien, die für den Verstand wahnsinnig sind oft, ja. Aber wenn du das tust, dich dem stellst, wow, das sind Momente der Erleuchtung, die du da erlebst. Im Moment selbst ist es schwierig, es ist wow, es ist heftig. Deshalb, ich bin stolz auf dich, wenn du es tust. Du kannst selbst auf dich stolz sein, wenn du über diesen Schatten springst, wenn du das umsetzt. Weil das ist wirklich Arbeit, das ist wirklich tiefe Seelenarbeit, das, was wenige Menschen tun. Und wenn du dafür bereit bist, dann wirst du so stark beschenkt werden. Ich habe auch noch ein Gebet vorbereitet, das du sprechen kannst, was dich auch sehr weiterbringt. Ich möchte aber zuerst noch ein anderes Beispiel bringen, dass wenn jetzt bei dir nicht das Thema Partnerschaft das Thema ist, sondern das Thema Beruf oder was anderes, dass du es da auch nochmal hast. Ja? Was sind da zum Beispiel für Ängste beim Beruf? Mal angenommen, man verliert den Job, man weiß, man muss jetzt den Job aufgeben, obwohl man den vielleicht total mag. Was sind da die Ängste? Angst, dass man die Kollegen nie wieder sieht, weil man die total gerne hat. Angst, dass man einen neuen, beschissenen Job bekommt mit nicht so tollen Kollegen, ja, das, was man zu Beginn vielleicht nicht weiß. Oder die Angst, dass der neue Chef in Wirklichkeit total schlecht zu einem ist, böse ist. Oder dass man überhaupt gar keinen Job findet mit einer gleichen oder besseren Bezahlung. Oder vielleicht, dass man die Miete nicht mehr bezahlen kann. All diese Dinge. Und auch hier geht es darum, bei jedem dieser Ängste, dass man die niederschreibt, die Angstskala von 1 bis 10, die Angstskala ist nur interessant, einfach damit man weiß, wo stehe ich und dass du dich prüfen kannst, wenn du das am nächsten Tag wieder magst, dass du schaust, okay, ist es weniger geworden? Und dann siehst du nämlich, das ist ein Fortschritt und irgendwann geht es wirklich auf Null. Und dass du da bei jedem Thema reingehst und wirklich dann aussprichst, nicht nur aussprichst, sondern wirklich auch in dich hineinspürst, ich akzeptiere es, ich entscheide, oder wenn du merkst, du kannst es noch nicht akzeptieren, dass du sagst, auch wenn es mir schwerfällt und ich es nicht, noch nicht verstehe, entscheide ich mich jetzt dafür, es zu akzeptieren. Und das Spannende ist ja jetzt, sobald du das auflöst, kommst du wieder in die Leichtigkeit. Und in der Leichtigkeit manifestiert es sich so viel einfacher. Es ist eine absolute Win-Win-Situation. Weil dadurch, dass du das tust, fühlst du dich jetzt schon mal ganz anders. Du kommst in ein, ich weiß, der Prozess selbst, der kann ein paar Minuten dauern, wo man echt im Schmerz ist, in diesen Widerständen. Aber danach bist du endlich in einem Frieden. Das ist unglaublich schön. Deshalb empfehle ich das so gerne. Und dadurch, dass du jetzt schon so in der Leichtigkeit bist, manifestierst du mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit ein viel besseres Leben. In dem Fall einen besseren Job oder eben einen Partner, mit dem es dann wirklich passt. Okay? So, und jetzt habe ich noch eine Art Gebet für dich vorbereitet. Wenn du das sprichst, das bitte auch, also du findest das Gebet auch dann in der Beschreibung, bitte mach das mit einer Wahrhaftigkeit. Bete das jetzt nicht 100-mal runter, sondern mach es einmal so richtig und spür da voll und ganz in dich hinein, okay? Und mein das wirklich ernst, wenn du das aussprichst. Okay, also ich spreche es jetzt einmal für dich vor. Ich entscheide mich jetzt, alle inneren Kämpfe aufzugeben und mich nicht mehr zu wehren. Ich gebe jetzt auf, es verstehen zu wollen. Auch wenn mein Verstand daran zerbricht, weiß ich aus göttlicher Sicht, du führst mich in das reinste Licht. Ich verliebe mich jetzt in das Unbekannte, tauche in die verspielte Leichtigkeit ein und vertraue auf die Geschenke, die mein Verstand noch nicht greifen kann. Und dann lässt du das einfach auf dich wirken, spürst in dich hinein und verbindest dich damit. Weißt du, Sätze, die wir sprechen, haben eine gewisse Energie. Und es geht gar nicht nur um die gesprochenen Worte, es geht um die gesamte Energie. Sprich es einmal aus und verbinde dich dann mit der kompletten Energie, was da gesprochen wurde.
dass du es wirklich ernst meinst. Integriere das in jede deiner Zellen, in dein vollständiges Sein. Ja, und wenn du das für dich richtig umsetzt, dann wirst du in die Leichtigkeit kommen. Da freue ich mich total darüber. Ich habe das bei so vielen Menschen schon mitbekommen dürfen, wie sie selber in die Leichtigkeit kommen, indem sie mutig sind und sich ihren Schatten stellen und dann wirklich in die absolute Fülle eintauchen. Und das ist ein wahrhaftiges Geschenk an dich selbst. Und wenn du in diese Thematik wirklich tief eintauchen möchtest und sagst, Robert, ich möchte dich hier als meinen Ansprechpartner, als Begleiter haben, dann komm in meine Ausbildung als Bewusstseinscoach, wo du genau das lernst, in Leichtigkeit, in Liebe loszulassen, dich von allen Limitierungen zu befreien, die ganzen universellen Gesetze zu verstehen für dein Leben, damit du in absoluter Leichtigkeit und in Fülle kreieren kannst. Du findest in der Beschreibung einen Link, wenn du auf den draufklickst, dann kannst du dir einen Termin buchen für ein kostenfreies Kennenlerngespräch und dann schauen wir einfach mal, wo stehst du gerade, passt die Ausbildung zu dir und vielleicht lernen wir uns dann bald persönlich kennen. Würde mich freuen, das war's zu dieser Folge. Hey, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe.